Secret Boss. Okay. Buch. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Bye, have a great time. Genau, es gibt zwei verschiedene Arten, einmal der grüne und einmal der orangene. Und das ist ein Co-op Jump-Run, heißt, man muss sich gegenseitig helfen. Es sind viele gemeine Jumps drin, was auch alles in diesem Buch hier drin steht. Wir können jetzt ja vor jeder Stage nochmal einmal eine Seite durchlesen. In der Stage ist es so, dass Master Air hier, mit dem ich heute spiele, Hello there. Einmal ein Item holen muss, was er mir geben muss. Genau, also, wie gesagt, er versucht jetzt für uns ein Item zu holen und wir müssen warten. Während er mal kurz das Item holt, muss ich mal ganz kurz was lesen. Gut, also, er ist einfach immer noch dabei. 5 hours later. So, Leute, wir haben es endlich. So, naja, schon weg. Gut. Werfen wir mal die Karte rein. Zack. Haha. So regnet es hier rein. Ich habe Regenpartikel. Perfekt, er ist durchgegangen und dann komme ich. Und ab geht's. Nicht sneaken. Oh je. Huch. Wir können auch mal kurz lesen, und zwar sind wir jetzt bei Stage 3 Farbenrätsel. Bei grün ist hinten in der Wand ein Farbcode, den der Orange mit Hilfe der Lampen zeigen kann. Orange muss anschließend diesen Farbcode eingeben, so schnell wie möglich, damit die Tür aufgeht. Okay, wir haben Rot, Pink, Gelb, Blau. Rot, Pink, Gelb, Blau. So, ich muss mal kurz per Hand lösen. Ja. Easy, First Try geschafft. Easy! Wir haben schon das mein erstes Secret. Zweierstaub. Und jetzt kommt der Jump Tower. Jump Tower, der fieseste Alea Tower mit schweren Sprüngen. Er hat zwei Etappen und Gemeinheiten. Achtet auf Hinweise von oben zur Tür zuzugelangen. Wenn ihr falsch fallt, könnt ihr wieder ganz unten landen. Ihr müsst alles von vorne anfangen. Rage Schritt Gefahr. Ja gut, der Jump Tower, den haben wir uns selber ausgedacht. Ich meine. Bruh. Man kann ruhig, wenn man bei einem Sprung runterfällt, wieder. Scheiße. Genau, das meinte ich. Man kann wieder ganz von vorne anfangen. Wo müssen wir hin? Ach, da an die Leiter. Der Sprung war mies. Kann man von diesem Blockhaus schon direkt an die Leiter? Nee, kann man nicht. Deswegen habe ich ja, glaube ich, den Slime hier eingebaut. Okay, doch, kann man. Lol. So ist doch schon einfacher. Okay, wir haben es. Oh, fuck, Alter. Das war. Oh, lol, die machen schon viele mehr mit. Ach, komm, warum? Okay, die zweite Etappe. Nochmal gemeiner, weil hier einfach Löcher im Boden sind. Ja. Aber einigermaßen machbar. Ihr seht, ich habe jetzt auch nicht die besten Jump-Skills. No, die werden fast wieder ganz runtergefallen. Mal hier entlang sneaken, ne? Und Chopper!
Da haben wir ja den Dreierstaub. Wir sind kurz vorm Ziel, Leute. Zum Glück zeigen uns die Laternen im Boden, wo wir lang müssen. So, ja, Leitersprünge sind bis jetzt die einfachsten hier. Oh, gut. Okay, Leute. Wir warten im Finalraum auf ihn. Okay, Leute, wir haben alle Secrets. Gut. Déjà-vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Okay, soll ich hier bitte auf... Komm schon, stell dich. Wir haben's. Eins haben wir. Wir haben zwei, drei. Ah, ich hab dich reingeworfen. Oh, Momento, uno Momento. F15 rein und... Secret Boss. Okay. Was steht denn zum Secret Boss da? Secret Boss, es gibt drei Knöpfe, die ihn töten. Findet sie, aber gibt Acht. Sobald ein Knopf gedrückt wurde, habt ihr 6 Sekunden Zeit, die anderen zu drücken. Verteilt euch also gut. Ja, wir haben ihn besiegt. Endlich. Und wir resetten alles. Wir haben's. Also sprich, man könnte das jetzt rein theoretisch nochmal spielen. Ja, aber ihr seht, es ist ein kleines, aber feines Co-op Jump'n'Run. Und, ja. Sagen wir mal hier, danke fürs Spielen, ne? Ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer. Hello there.